Ich erkundere übrigens gerade die Höhle in der Nähe von dem Dorf. Aha. Ja. Gibt's denn was Spannendes? Bisher Kohle. Das kann erstmal nicht schlecht sein. Ja, Kohle braucht man eh. Richtig viel, immer. Was? Keine Samen mehr? Doch, da. Ich wollte schon sagen. Was denn? Ich gucke gerade auf den Boden und sehe das Zeug. Ich habe mich gerade gefragt, das sieht bestimmt geil aus, wenn die Bauern wirklich so sehen würden. Falls du weißt, was ich meine. Naja, halbwegs. So. Ich muss mal noch mal ein paar Samen holen. Ach, das hier scheint auch eine größere Höhle zu werden. Ja, meistens sind die ziemlich groß. Nahrung, Zutaten, Saat und Setzlinge. Na bitte. Wunderbar, wenn du das in meiner Beschriftung hast erkennen können, dann passt das doch. Ja. So schwer war es ja nur auch nicht zu beschriften. Ist ja schon alles vorsortiert quasi. Du musst ja, ja bloß noch sagen, was drin ist. Ich habe da übrigens noch eine kleine Kiste aufgestellt, da gibt es noch kein Schild für, aber das sollte Gold, Glas und Wolle werden. Weil da müssen wir nicht extra eine Kiste für jedes Einzelne machen, sondern. Boah, können wir machen. Da wird denen ja schlecht. Was? Hier auf den Boden gucken und so aussehen. Ich meine, es funktioniert recht gut, weil du relativ viel Zeit hast pro, beziehungsweise das Männchen relativ viel Zeit hat pro Block, um da was einzupflanzen. Aber wirst du besoffen von, wenn du so die ganze Zeit guckst. So, eins noch, komm. Jetzt sind beide Felder bestellt. Sie haben alle einen Termin. Kommen Sie bitte zu dem und dem Zeitpunkt. Da wollte ich hin. So, na bitte. Den Ofen hast du wieder aufgebaut, oder wie? Ja, ich habe den einfach daneben gestellt. Aha. Gut. Ja. Was mache ich jetzt? Gute Frage, nächste Frage. Soll ich ein paar Kühe füttern? Du könntest mal versuchen, ein paar Schafe anzulocken. Ein paar Scheiße. Hab ich genau gehört. Ein paar Scheiße? Hast du doch gesagt. Huch. Nein! Nein! Oder vielleicht Hühner. Ah. Was? Oh. Die Kühe fliehen. Wenn man sie töten möchte, ja.
Nein. Ich habe aus Versehen einen Block hingestellt. Am Zaun. Weil, wo ich das Tor zumachen wollte. Und da sind, haben mich die Kühe vom Block weggeschubbt, damit ich die nicht mehr wegmachen kann. Und dann haben sie, alle abgehauen. Und, na, alle nicht. Eine und die andere hat's versucht, aber ich konnte sie dann wieder überzeugen. Bleib doch hier! Nee, die Höhle erkunde ich nicht ganz. Geht ewig tief. Komm her, Erfahrungspopel. So. Huch. Nahrung und Brot. Zutaten. Nahrung. Nahrung? Nahrung. Wir haben jetzt 8 Schweineschnitzels, 38 Steaks, 48 Brote und 3 Äpfel und 5 Pfirsiche, hätte ich beinahe gesagt, und 5 Pilze. Er muss noch eine Schüssel machen, dann kannst du aus deinen Pilzen eine Pilzsuppe machen. Ja, aber nö. So. Nein. Nee? Ach, scheiße. Aber ja, aber nein, aber ja, aber nein. Ja, genau. Wo ist er? Da. Geht vor dem auf. Was geht wie auf? Ich stelle gerade noch die Geschwindigkeit der Türen ein, dass sie nach Möglichkeit gleichmäßig aufgehen. Ah, okay. Oder so gleichmäßig wie möglich, sage ich so. Immer noch schneller. Na gut, ist klar. So. Ich höre ein Skelett. Du kannst ruhig auch zwischendurch was erzählen. Ja, ich hacke Kohle. Das ist total spannend. Wie gesagt, ich erkunde gerade ein bisschen die Höhle, aber ich werde jetzt gleich wieder abbrechen. Ich habe keine Nahrungsmittel mehr dabei. Das war jetzt eher so eine spontane Entscheidung. Und die ist echt weitläufig und verzweigt sich sehr häufig in recht großen Hallen und tiefen Tunneln. Also man kommt über viele Wege in diese Höhle rein, die ich gerade erkunde.
Das kann erstmal nicht schaden. Ja. Geht's denn da lang? Ah, Lava. Okay. Nee. Mach ich mich mal auf den Rückweg. Darf ich eine Zwischenfrage? Möchte man Lava wirklich unbedingt haben? Also für ein paar Bauideen ist Lava echt gut. Eine sehr coole Idee habe ich mal gesehen. Da hat einer ein Glasdach gemacht. Und so eine Kuppel. Ja. Und hat dann darüber die Lava laufen lassen. Das sah sehr cool aus. Kronk hat auch was Cooles mit Lava gebaut. Aber das können wir nicht machen. Doch, können wir. Ah, jetzt gehen sie absolut synchron auf und zu. Na, das ist doch schon mal was. Nein! Nun ist die Frage, wenn ich das hier wieder wegmache, also wenn ich das hier zubauen möchte, dass man das nicht sieht, dann müssen wir deine Gemäldegalerie, glaube ich, verrücken. Jedenfalls so. Die eine Seite. Welche Seite denn? Die mit dem großen oder die mit den dünnen Gemälden? Die mit den großen. Ah, das wäre doof. Na, wir könnten ja auch eine Nische draus machen, aber ob man das möchte. Warte, ich komme mal zu dir. Ich bin nicht allzu weit weg. Ich gerade wieder nach oben gegraben. Tja, wie gesagt, der Redstone braucht leider seine eigenen Gesetze. Ja. Na, ich konnte da keinen Erdblock hinsetzen, weil der die Verbindung zwischen dem Schalter und der Fackel drunter weggetan hätte. Wir könnten es aber auch. Warte. Wenn ich da jetzt hier noch einen rausprügle. Ne, das sind auch bloß. Sind das zwei? Eins, zwei, drei. Dahin rausprügle. Ja, warte. Das eine können wir da versetzen. Hier das Spinnenbild. Das sieht nicht so cool aus. Mich hätte es geärgert, wenn wir das Skelettbild verdrücken hätten müssen. Ja, na gut, das wäre auch nochmal gekommen, aber. Ja, aber die Frage ist wann. Warte, dann machen wir da die Wand gleich zu. Ich mach mal eben die Galerie hier weg. Hey. Geh mir doch nicht ins Craften rein, Quatsch, ins Abbauen rein. Die Wand komplett zumachen bis oben. Ja, und dann setzen wir da eh noch ein Gemälde rein oder sowas. Gut. Huch. Jetzt hast du auch Platz, um das zuzumachen. Genau. Ne? Wir hätten da auch eine Glaswand hinmachen können, dass die, quasi. Ach, Quatsch. Dass man das sehen kann, wie die schalten. Willst du das wirklich? Ist mir egal, ehrlich gesagt. Also nicht gut. Aber wir müssen wenigstens ein paar Fackeln anbringen da. Damit da nicht spawnen werden, wenn wir der Wand zumachen. Ich meine, der Redstone leuchtet zwar für sich auch, aber. Warte, ich hol mal Ziegelstein.